will auch retten vom Künstler Amuller, das heißt Schleimo Korsak. Ich habe auch sehr bekannt mit ihm, ich habe geredet mit ihm auf Skype in Israel, weil er ist ein Israel-Dicker. Benny Warschawski hat mir gesagt, dass er sich gewollt verbinden. Benny ist einer von den Hunderten, was gibt er gemacht, ein Interview für SBS. Wenn ich auch ungeheuer zu reden mit Schleimer, Korsak, hat auch ihn gefragt, wer kann reden Jiddisch. Und er hat gesagt, ja, in der Bauch ungeheuer zu reden über Jiddisch. Und nachher ein bisschen Französisch, und dafür hat er große Pu-Werte auf Deutsch. Lange reden erstens wegen Pu-Werte. Nachher will er reden wegen, was er macht, seine Arbeit. Er ist geboren geworden in Belgien, von Brixen. Seine Eltern sind geblieben dort, die dem Kommissar. Er ist gewertet geworden, die war 82 Jahre alt, von dem wirklichen herzlichen Maseldorf. Er ist, hat sich behalten, in dem Kommissar in kleinen Städten nach Belgien. Er ist nicht gewesen mit den Eltern. In 1949 ist er weggefahren, Geisruhe. Also, wenn ich von ungeheuer zu reden mit dem in Skype, ist er froh, zugekommen in so zu hoch reingestellt in die Konversation. Es ist ein sehr interessanter Mensch. Er mut und macht eure Zeit. Ihr werdet können sehen, wo es sehr gut in seinen Zeichnungen auf seiner Webseite holt, um die Verbindung zu holen. Also, es ist interessant, so ein Spießen, wo es also abstrakt, aber ihr werdet können sehen, was er macht, also wie man gesehen hat, von Gorbe. Von was handelt es sich? Lass mal reden, Pusche, erstens. Ihr seht, bloß Körper von Menschen. Männer und Frauen, nackt, auf die Männer als Sein, ein männlicher Eifer. Und wir können euch sehen, als die Körper von den Menschen, die sind nackt, die sind als Klue, seht das Klue. Aber die andere Körper, mir kickt das auf ein Puschitten-Mäufen. Seinen Körper, wie man sieht nicht gar Kaffees, man sieht nicht gar Kleidze, man sieht nicht gar gut. Man sieht etwas als eine massive Sache, was ist koloriert, es ist rot oder eine andere Farbe. Wie man sieht, meistens nun sieht man nicht ein Pumen noch eine Maske. Also ja, wir sind 3-4 Menschen mit einem Körper, das ist alle 3-4 Reut, wie man schon sieht, es genau auf seiner Webseite. Und nachher sieht man eine weiße Maske. Oder, wir können sehen, eure Körper, also die 3-4 zusammen, nicht mit genauen Teilen von Körper, nicht mit den Füßen, nicht mit den Händen. Ihr seht ein Pool. Er weiß, oder eine Maske, oder ein Pulen auf etwas, was ähnlich kann, ähnliche Körper mit Teilen von der Körper, also wie auf Anatomie, oder nackte Körper, wie Männer und Frauen. Und ihr seht da viele Afro, ich werde das sehen. Ihr seht ihre Brust, es ist ihnen sicher, es ist Afro, aber es ist nicht nur, es ist so gut. In so ein männlicher Eiver sein, mitten auf der Brust. So genau dem Maß ist das, weil er nur klein zeigt. Von dem Kind, dem Hummel zwischen den Brüsten, dem männlichen Eiver, das ist innen drinnen von den Kerpen und die Meier von der Kind. Das ist so. Also, ich habe ihn gefragt, was ist du als Sein?
Dann habe ich gesagt, ihr seid der Psychoanalyst, ihr werdet mir, ihr werdet mir, ich will auch Hawaii nicht. Man darf sagen, sehr, sehr vorsichtig an der Rett wegen Kunst, wie Psychoanalytiker, da viele Leute sind, die Sachen mit Freude gesagt. Es ist nicht von mir kennen die Geschichte, aber man sieht Sachen, aber man hält Sachen, aber man kennt, darf nicht ein bisschen. Wenn ich heute rette mit Schleunen, Korsak, ob er gefiel, dass eine von den Hinderten ist. Nur, wir können sich fragen, warum er redet nicht jüdisch mit mir. Es ist ein behauptender Kind, wie er sagt, behauptender Kind, es sei sehr schwer zu reden jüdisch, weil wenn er redet jüdisch, ist er jeden in der Sakune. Aber warum meint er, als ich rede Hebräisch? Ich habe sich da ausgelernt, 13 Jahre Zeit. Also ich habe viele die Worte gesehen von meiner Lehrerin. Das heißt, da jährt Katz, sie ist zurückgefunden bei der Schule. 6 Uhr Zeit mit ihr in eine andere Erde. Aber ich meine, ich habe Benny hat ihn gesagt. Puschete meint, dass der andere kann reden Hebräisch. Ich weiß nicht, welche das ist, das große Lernen Hebräisch. Das ist eine leichte Sache. Er hat geredet mit mir, der Schleume, von einem Film von Joram. Ron und Nadav Arel, das hast du aufgeschrieben, was heißt der Gott, was ist nicht du? Er hat mir geschickt, eine Verbindung zu sehen, den Film, von dem Film redet von Levinas, der Philosoph Emmanuel Levinas. Ich habe auch ein Doktorat von Philosophie, ein Doktorat von Psychologie, ich kenne die Arbeit von Emmanuel Levinas. Er redet eine Sache, den das Pool von einem Menschen. Er hat eine Sache, und das sucht euch in Schleume, wegen was passiert, wenn Gott rett, und sucht auf Hebräisch, Panim al Panim, Punim zu Punim, mit Moshe Rabbein. Das ist das Tag. Wir können doch nicht sehen, der Punim von Gott, oder er rett mit ihm, mit dem Mensch, Jod Sinai. Eine Sache sucht Schleimer. Er hat mir geschickt eine Verbindung mit seinem Blog. Ja. Eine Verbindung mit seinem Blog. Und er redet wegen Rembrandt. Der Mund. Rembrandt. Rembrandt tracht uns, wo sein Mensch fehlt, wenn er macht eine Moderat. Wenn er Mund, das tun für den Mensch, trachter uns, was der Mensch fühlt. Na viele, wenn ein Mund sich allein, trachter uns, was er fühlt. Er meint, als die Sachen, die er hat ausgetragen, sind genau, was der Mensch, was er fühlt. Er macht den Mund rein, bis was er fühlt. Schleimer sucht er bis anders. Sucht das sehr, ist nicht so sicher. Er tracht den ganzen Eus, was ein Mensch kann fühlen, so sein, entzerrandisch oder er allein. Er ist nicht sicher. Aber es ist noch etwas anderes. Warum ist du der Thema für die Maske und Punim sehr interessant in seinen Zeichnungen? Ade, als in der Punim, ist du etwas auf Hebräisch, es ist du ein Wort, was ist Knim. Knim heißt inneweinig. Am Kriptoma Punim ist ein inneweiniger Mensch. Aber wie es so logisch sein, können wir doch nicht sehen sein eigenes Punim. Auf viele Lacan, wenn er Akten zerscheinigt mit dem Start von Spiegel, war 6 Monaten Zeit, und es ist du ein jöne Loksch, was kippt sich um auf den Spiegel? Sie nicht du keine, was sucht denn? Die bist du, Joine Loksch. Und ich bin dich zufrieden, doch zu sein, Joine Loksch. Und ich werde das Kind mich schicken. Also, man macht einen Unterschied, wenn man ist 6 Monate alt für ein Kind zwischen sich und das Bild von sich. Es darf sein, was sucht, ja, das ist er, das bist du, Joine Loksch. Das heißt, ich bin nicht dieselbe Sache wie das Bild. In der Kreis der Lübsch. Also, ihr seht, ich bin nicht sein Eigentum. Auf
Spin-off Poonenbier. Wenn ich sehe Sachen in den Videos, du sie nicht mal Poonen. Auf alle nicht. Du sie sind zerrandig. Du sie sabbelt. Also, wo seht man, wenn man seht eine Maske? Man seht, also wie die Etymologie der Actins der Chinekara, auf Lateinisch Persona, du sie sind Maske. Ein Personage in der Pièce und eine Maske auf dem Poonen in der spielten Rolle. Das tippt man im täglichen Leben. Wir sind Personagen und wir haben Masken. Du sind nicht ein Poonen, eine Maske, du sind ein Poonen, wo sie fixiert. Es ist nicht dieselbe Sache wie ein Poonen. Es ist interessant, euch zu sehen, dass die Etymologie von dem Wort Mask kommt von Latein und von Italienisch. Ich weiß nicht, wie man sagt, Maschera oder Maschera, entschuldigt mir. Oder euch in euch von dem Wort, das ist von Lateinisch, das ist Maska. Die Maska hat zwei Sinn. Mask, also das Gerät, in euch, wie man sagt auf Jiddisch, Amachscheife. Stellt euch vor, auf was sucht die Etymologie, als eine Maske ist Amachscheife. Das tut es nicht, das MSE tun. Eine Sache ist auch interessant, wenn man macht das Thema von den Unterschied zwischen Poonen und Maske in die Bilder von Bilder und Zeichnungen von Schleuner Korsak. Wie das ist das Wichtigste, ist, als Leute, ein anderer Psychoanalyst, was ich sehr lieb, der englische Winnicott, so gerade das sagt, Kinder, er sucht, wenn ein Kind, das ist gewesen, einer Lacan in sich gehackt hat, scheinlich mit dem Spiegelstart, statt vom Spiegel. Was sucht der Winnicott? Das Kind kickt um die Mama, also kickt nicht um die Mama, er kickt um das Pony für die Mama. Und wenn er sieht, dass es traurig, oder es lacht, oder es zufrieden ist, oder danach ist, weiß er, als etwas passiert, von sich allein. Er kann sich nicht vorstellen, sondern einen Poonen, umzukicken, den Poonen von einem Zerrandischen. Er soll gar nicht unser Leben. Wir können gar nicht wissen, wegen unserer eigenen Poonen. Wir wollen sterben, umzusehen, unsere eigenen Poonen. Bloß andere Menschen können uns rasen, wo wir leben, inweilen, Poonen.